Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Samstag, den 2.11. sind da. Wir müssen eine Distanz mit dem Boot oder mit dem Kanu rudern und das 1000 Fuß. Ein Geschäft in Rhodes muss besucht werden, einmal. Hilfesuchende müssen gerettet werden, einmal. Kettenhechte müssen gefangen werden, 5 Stück. Und mehrere Spieler innerhalb von 5 Sekunden in Showdowns getötet. Das macht ihr am besten mit Dynamit. Oder wenn ihr zwei kurz hintereinander mit dem Gewehr erwischt, zählt das auch. Rennen unter den ersten 3 abgeschlossen. Einmal Spieler in Freeroam-Events mit einem Revolver getötet. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen habe ich mir heute die Familienerbstücke rausgesucht. Und da habe ich euch eine kleine Tour zusammengestellt. Und für den verlorenen Schmuck habe ich auch eine kleine Tour hier im Video drin. Mehrere Spieler innerhalb von 5 Sekunden. Wirklich, nehmt Dynamit, geht am einfachsten. Schaut, wo zwei nebeneinander stehen, werft da Dynamit hin und meistens funktioniert das auch. Ist easy und einfach. Kettenhecht bei Ennisburg und Kettenhecht bei Cattail Point und Kettenhecht bei Flatneck Station. Wer noch mehr Location braucht, in der Playlist natürlich ein Kettenhecht-Video natürlich drin. 6 Fundstellen und auch 9 Fundorte Hilfesuchende gerettet heute natürlich. Mit Uhrzeiten teilweise. Und wer mehr Gold, XP und Dollar machen möchte, der kann auch ein Video in der Playlist finden. Kann ich empfehlen. Und zum Bootfahren müssen wir natürlich erstmal höflich fragen, ob wir das Boot nehmen dürfen. Und fragen funktioniert immer erst mit dem Gewehr, sonst gibt es nicht her. Aber er wollte jetzt hier lieber baden gehen und wir rudern so lange sein Boot. Und ihr könnt kontrollieren, wie lange ihr schon wie viel gefahren seid. Und irgendwann sind dann die 1000 Fuß erreicht. Ich würde es euch empfehlen, echt mit der Strömung zu machen. Geht schneller und ist easy und einfach. Das ist hier Thieves Landing gewesen, südlich von Blackwater, und das ist hier der Camassa River. Das war Bluewater Marsh und das ist hier Camassa River in der Nähe von Rhodes. Kann ich heute auch empfehlen. Das sind die zwei Locations, wo ich heute auch Boote gesehen habe am Tage. Nacht ist selten, gibt es aber auch. Und wenn wir schon in Rhodes sind, natürlich besuchen wir den Schlachter oder das Geschäft oder den Gunsmith. Ist egal, wen ihr da aufsucht. Aber Rhodes hier im Hotel Saloon, da war ein Familienerbstück und das war schon 3 von 3, weil ich heute schon in St. Denis gestartet war. Und da habe ich schon 2 Stück gefunden. Und da ist ein rotes Fragezeichen, wie ihr seht. Da sollte ein Fundstück sein, war aber keins. So war es auf der Karte verzeichnet heute, aber war nicht. So, hier im Kamin, Bürgerschlachtfeld, und da steht dieses alte Haus und der im Kamin, da könnt ihr dann einen verlorenen Schmuck finden. Also wir haben da heute was rausgeholt beim verlorenen Schmuck. 1 von 3 hat gezählt, habt ihr gerade gesehen, 1 von 3. Und dann habe ich leider nach dieser Aktion hier wieder Kamin in dem Gebäude, wo auch in der Story das Lager ist. Dort auch im Kamin, oberes Stockwerk, der zweite Schmuckfund. Und jetzt passt auf, dann hatte ich die Lobby gewechselt zwischendurch. Ist egal warum, aber Lobby wechseln löscht das Ganze wieder. Jetzt sind wir wieder bei 1 von 3. Das war irgendwie blöd heute. Jetzt muss ich nochmal 2 Fundstücke finden, oder wenn ich jetzt nachher wieder reingehe, sind die ist wahrscheinlich wieder auf 0 gestellt. Also hier seht ihr jetzt 1 von 3 wieder verlorener Schmuck gefunden, 1 von 3. Wir waren schon vorhin am Bürgerkriegsschlachtfeld, 1 von 3, und das ist ärgerlich. Auch wieder ein Bug, ist nicht schön, aber passiert. Zum Glück kann man ja noch andere Fundstellen mit der Karte finden, die wir in der Videobeschreibung natürlich immer angeben von Gene Robke, und da ist natürlich was dabei für jeden. Aber das sind jetzt die 3 Fundstellen, die ich euch hier im Video gezeigt habe, um Rhodes natürlich, weil wir in Rhodes heute das Geschäft besuchen müssen, dürfen, können, wollen. Und ich sage ciao.